Wie kann es sein, fragen sich viele, dass so viele Menschen im Land sozial immer weiter abgehängt werden, obwohl es dem Land wirtschaftlich angeblich doch so gut geht wie selten zuvor? Eine Frage, die sich gerade auch tausende Kassiererinnen und Verkäuferinnen beim Einzelhandelsriesen Real stellen. Angestellte, die dem Konzern offenbar zu teuer geworden sind, obwohl sie heute schon wenig verdienen. Und die eiskalt abgehängt werden von einem Wirtschaftsboom, von dem andere profitieren. Achim Pollmeier über die Ursachen einer Wut, die auch ins politische Extrem umschlagen kann. Deutschland 2018. Die Wirtschaft wächst, die Arbeitslosigkeit ist niedrig. Doch bei Renate H. war die Angst vor dem Morgen selten so groß. 58 Jahre, geschieden, Kassiererin in Teilzeit in Düsseldorf. Doch ihr Zeitvertrag wird entweder gar nicht verlängert oder nur für deutlich weniger Geld. Ich bin schon mal 9 Monate, bevor ich bei Real hier angefangen habe, arbeitslos gewesen. Das ist Hilflosigkeit, man ist deprimiert. Gut 1.400 Euro brutto hat Renate jetzt. Damit kommt sie gerade so über die Runden. Über Altersvorsorge denkt sie gar nicht erst nach. Renate würde gerne mehr arbeiten, aber mehr als 21 Stunden pro Woche bekommt sie nicht, damit man sie möglichst flexibel einsetzen kann. Ganz normal im Einzelhandel, auch bei Real. Aber jetzt will die Warenhauskette auch noch den Lohn senken. Und dann kann ich dir jetzt mal zeigen. Wenn Betriebsräte wie Isolde Dröfke anfangen zu rechnen, schauen sie oft in ziemlich leere Augen. Du verdienst jetzt aktuell ein Brutto von 1.444 Euro. Würde man einen Anschlussarbeitsvertrag machen, dann hättest du nur noch ein Brutto von 997 Euro. Nee. Doch. Das haben die so entschieden. Das sind 400, knappe 50 Euro weniger Brutto. Ja. Ich habe vorher 2 Jahre für gutes Geld gearbeitet und jetzt auf einmal soll ich, was waren 450 oder wie viel war das? Weniger. Weniger bekommen. Warum? Warum, das frage ich mich. Weil sie zu teuer sind. Ja, zu teuer. Klar, wir sind alle zu teuer. Das kann es nicht sein. So viel weniger Geld für die gleiche Arbeit. Der Grund? Real hat im Juni die Tarifpartnerschaft mit der Gewerkschaft Verdi aufgekündigt und zahlt bei neuen Arbeitsverträgen nach einem neuen Tarif. Real beruft sich darauf, dass immer mehr Unternehmen im Einzelhandel aus der Tarifbindung aussteigen und deutlich weniger zahlen. Der neue Tarif beginnt knapp über dem Mindestlohn. Real nennt das eine wettbewerbsfähige Entgeltstruktur. Real vergisst dabei aber zu erwähnen, dass es noch eine ganze Reihe an anderen Unternehmen gibt, die sich noch an die Tarifbindung halten, die ihre Leute ordentlich bezahlen, sogar ein bisschen über Tarif bezahlen. Und wenn Real erfolgreich ist mit dieser sehr kurzsichtigen Strategie, dann setzt sie die verbliebenen Unternehmen massiv unter Druck, letztendlich diese Position auch zu räumen und sich der Entwicklung nach unten anzuschließen. Dieser Entwicklung nach unten konnten Beschäftigte wie Manuela Justi förmlich zusehen. Bis zum Jahr 2000 war der Tarif im Einzelhandel allgemeinverbindlich. Jeder musste ihn zahlen. Ein Konsens, den die Arbeitgeber aufkündigten. Manche zahlen heute nur noch den Mindestlohn. Wenn jetzt auch ein Handelsriese wie Real aussteigt, wäre das ein Dammbruch, glaubt sie. Ich denke ganz einfach, dass dann andere Händler nachziehen werden, weil wenn es dafür eine Sonderregelung gibt, warum sollen andere dann noch Tarif bezahlen? Bei Real spaltet das jetzt die Belegschaft. Alte Arbeitsverträge haben Bestandsschutz. Darauf müssen die Beschäftigten erstmal vertrauen, wie Manuela Justi und ihre Betriebsrätin Manu Avischus in Groß-Gerau. Aber bei Neueinstellungen und über 4000 Kolleginnen mit befristeten Verträgen schlägt die Absenkung voll zu. Wir haben also Kassierer, die haben mir gesagt, ja, was soll ich denn machen? Die haben vorher bei uns gearbeitet für mehr Geld und nach einer Vertragsverlängerung jetzt gibt es weniger Geld. Die gleichen Leute. Die gleichen Leute. Ja. Eine Frage. Wie kommt man damit klar, wenn man die gleiche Arbeit für deutlich weniger Geld erledigen soll? Wir treffen, nennen wir sie Marianne. Auch sie sitzt in der Teilzeitfalle, immer einsetzbar für wenig Geld. Seit Jahren bittet sie um mehr Stunden, denn 1.200 Euro netto für sie und ihren Sohn, das reicht nicht. Also geht sie kellnern, 3 bis 4 Mal die Woche. Wenn jetzt noch der Tarif abgesenkt wird, wird das Einkommen zum Almosen. Ich habe Existenzangst.
also massiv. Und eigentlich würde ich besser fahren, also wenn man mich entlässt und ich Arbeitslosengeld beziehe. Da ging es mir wesentlich besser. Aber das möchte ich nicht. Ich möchte ja der Wirtschaft nicht auf der Tasche liegen und ja. Früher hatte Marianne das Gefühl, sie gehöre noch zur Mittelschicht. Inzwischen ist sie da längst nach unten rausgerutscht. Und wenn sich etwas ändert, dann wird es allenfalls schlechter, glaubt sie. Und das bedeutet was, auch politisch. Im Moment resigniere ich. Ich nehme es hin. Ich fühle mich auch von der Regierung irgendwo auch alleingelassen. Ja. Dabei könnte die Bundesregierung durchaus etwas tun, sagen Kritiker. Zum Beispiel könnte sie per Gesetz erleichtern, Tarifverträge für allgemeinverbindlich zu erklären, um Lohndumping zu unterbinden. Auf Anfrage teilt das Arbeitsministerium uns mit, darüber werde zu gegebener Zeit entschieden. Aber wann? Die Politik fürchtet sich davor, hier die Situation zu verbessern. Sie könnten es über das Instrument der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen. Natürlich könnten sie es. Das geht aber nur mit einem schweren Konflikt mit der Arbeitgeberseite. Und offensichtlich wird dieser Konflikt gemieden auf Kosten einer zunehmenden Frustration von wohlgemerkt Millionen Beschäftigten, die da unten abgehängt werden von der Lohnentwicklung und von Verbesserungsperspektiven ihrer persönlichen Situation. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Abstiegsangst und politischer Frustration, sogar Fremdenfeindlichkeit. In einer Studie für die Hans-Böckler-Stiftung zum Beispiel heißt es, sehr viele AfD-Wähler lebten mit dem Gefühl einer Zurücksetzung innerhalb der Gesellschaft. Es gehe um persönliche Zukunftssorgen, aber auch um einen gefühlten Kontrollverlust des Staates, weil er der Globalisierung und einem brutalen Wettbewerb nichts mehr entgegenzusetzen habe. Man kann das mit Studien belegen, man kann aber zum Beispiel auch nach Thüringen fahren. Die Arbeitslosigkeit ist hier niedrig, aber die Löhne sind es auch. Bei der Bundestagswahl hatte die AfD 22%. Cornelia Seubt begann vor 27 Jahren beim Vorgängerunternehmen von Real in Weimar. Seither musste die Betriebsrätin zusehen, wie Tariflöhne nach und nach ihre Geltung verloren, nicht nur im Einzelhandel. Aber niemand nahm Notiz, sagt sie. Die Leute haben einfach das Vertrauen in die regierenden Parteien verloren, denke ich. Warum? Weil sich nichts ändert. Man hat das Gefühl, dass Arbeit immer weniger belohnt wird. Auf der einen Seite wird der Mindestlohn angehoben, aber auf der anderen Seite kann Tarifflucht begangen werden. Und das kann nicht richtig sein. Gesellschaftliche Verantwortung. Real schreibt uns dazu, man habe die Verantwortung, die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und damit die Arbeitsplätze. Doch zu welchem Preis? Wenn die Haltelinie nach unten nur noch der Mindestlohn ist, dann kriecht Angst ins Leben. Und Angst kann umschlagen. Die Angst, dass man herausrutschen könnte aus einem Leben, wie man es bisher kannte.